Natürlich auch. Ja, ich werde. Diebesstein hatte ich an, okay. Heimlichkeitsfertigkeit, also Schleichangriff und so. Wir wollen in diese Richtung. Wisst ihr was? Um abzukürzen, gehe ich mal über Helgen. Helgen ist doch ein bisschen weiter weg. Namira ist einer der diätrischen Prinz der Dunkelheit und des Abscheus. Er wird häufig mit Krankheiten oder abstoßenden Kreaturen wie Spinnen, Insekten und Schnecken in Verbindung gebracht. Hat auch einen ganz ekligen Schrein. Wenn das sein Schrein sein soll. Ja. Helgen. Wie sieht Helgen nach dem Angriff überhaupt aus? Ganz einfach. Hier ist Helgen. Ich will nicht wissen, wer die aufgespießt hat hier. Sonst aufschließen. Von Helgen ist nicht mal viel übrig, wie es einmal aussah. Boah, der Drache hat ganz schön Arbeit geleistet. Bevor er überhaupt was sagen konnte, tot. Ne. Alter, jetzt müsst ihr mich mal loben, ey. Das war ein geiler Schuss. Das war wirklich mal ein richtig fetter, geiler Schuss. Aus der Entfernung. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aus der Entfernung habe ich ihn getroffen. Alter Schwede. Und dann so zielgenau mit einem Schuss. Ich habe ihn vorher nicht getroffen. Also ein One-Hit. Trank! Die speichere ich mal eben schnell ab. Sollte man so oder so schnell tun. Hat Helgen nicht eine... Helgen ist so eine Festung, ne? Die steht doch sogar irgendwiegermaßen. Deswegen gehe ich da mal durch. Vielleicht können wir da drin auch noch was abstauben. Wäre doch gar nicht mal so übel. Ja. Und es lädt. Und wir sind da. Ich muss mir ziemlich vorstellen, dass hier noch etwas liegt. Fußlappen. Mit Fußlappen kann ich leider nichts anfangen. Und das ist unter meinem Niveau. Sind leider alle leer. Hier sind sogar noch Leichen. Das bringt, glaube ich, nichts, oder? Ich glaube, das bringt nichts, hier rumzulaufen. Wir wollen doch diesen Nesselfluch von dieser Hexenrabe oder Hexenkrähe da finden. Da müssen wir erstmal aus Helgen raus. Da gibt es irgendwie einen Hintereingang. Von dem wir übrigens auch hergekommen sind. Nee, von... Ja, nee, wir sind von dem... Oder? Doch. Nee. Oh. Doch, wir sind von einem anderen Punkt ausgekommen. Steht da oben jemand? Ne. Aber dahinter ist einer. So, wie kommt man denn da längs? Da gab es auch irgendwie so einen Weg. Darüber geht es nicht, oder? Nee, da können wir darum. Da will ich ja nicht lang. Huch. Was macht denn der Bandit da unten?
Ne, von hier bin ich gekommen. Dahinter ist der Ausgang. Kann ich hier rüber? Ja, easy. Aber hier nicht, oder wie? Aber doch. Nichts ist unmöglich. Ja, ich. Lasse mir die Spielchen. Ja, dann komm raus. Alter, was habe ich denn hier für einen Schaden? Oh, mehr. Sind die alle von so schwacher Konstitution oder habe ich echt Mords Damage? Das sind ja so One-Hit-Gegner, oder wie? Ne, jetzt mal ehrlich, was habe ich für einen Schaden gerade auf dem Bogen? 15. Also 23 mit den Frostschaden zusätzlich. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie... Ich schitte ja gar nicht. Das ist ja... Das ist regulär, Dietrich. Das kommt mir alles so einfach vor. Das sind doch keine One-Hit-Gegner hier. Oder etwa doch? Naja. Ich lasse das erstmal nochmal so Wahrheit sein. Gucken wir das nochmal eben an. Bei den Einstellungen, beim Gameplay. Wir haben auch Lehrling. Das ist eigentlich so in Ordnung. Hm. Das waren dann tatsächlich One-Hit-Gegner. Komisch. Oh, der Scheiterhaufen. Oder beziehungsweise der Teil. Da oben war der Drache Alduin gelandet. Wir sollten hier hingerichtet werden. Und das ist eigentlich der andere Weg, wo ich nicht hin will. Oder? Ne, hier geht's ja nach unten raus. Ich muss in die Richtung. Helgen ist jetzt ein Labyrinth. Man findet den Weg nicht mehr irgendwo hin. Aber ich gucke hier nochmal rein. So. Ja, Magika. Immer her damit. Kann man nie genug kriegen von den Tränken. Ist da hinten irgendwie noch ein Ausgang oder so? Ne. Kleiderschrank mit Kleidung, sehr schön, brauche ich nicht. Da ist das Tor, da will ich hin. Komm ich von daher? Lydia ist weg. Er wird schon irgendwann hinterherkommen. Ich glaube, ich hätte einfach nur hier entlang laufen müssen, oder? Oh Gott, bin ich blöd. Ich hätte nicht in Helgen gemusst. Na, da haben wir Helgen auch mal gesehen. Okay, ich allein gegen den Hexenraben. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich das schaffe. Soll ich da lang? Ist eigentlich egal, ne? Ja, ich gehe hier lang. Es donnert und blitzt in Tamriel. Und wir machen uns auf den Weg. Ivarstadt Rifton. Wir kommen hier noch hin nach Rifton. Wollen wir da zu Fuß nach Rifton gehen? Das können wir mal machen. Aber dann müssen wir... Ne. Wir erledigen erstmal das mit dem Golden Grün. Warum? Überhaupt, ich kann ja mal eben die Zutaten essen.
bestimmt schon wieder einige gekriegt. Giftresistenz entdeckt in Grassamen. Aber noch nicht so viele. Ne, leider nicht. Gut. Können so viel einsammeln hier. Lydia. Ist sie das da hinten? Ich sehe einen Schatten da hinten. Und der bewegt sich übrigens. Lydia, ich habe Angst. Ich habe so ein bisschen Angst hier. Ich zück jetzt meinen Seelenfresser, dann habe ich keine Angst mehr. Lydia. Endlich bist du wieder da, Lydia, Lydia. Oh, dahin kommen Gegner. Gegner sind auf dem ersten Blick erstmal Zauberer. Die gegen etwas kämpfen, gegen einen Hund. Gut. Das reicht erstmal. Kämpfen wir wieder mit dem Bogen. Ich greife jetzt mit dem Seelenfresser an. Au. Das war er. Ich habe mit dem Schwert voll durchstoßen. Hexen. Aber so greift man übrigens an. Gegen Hexenraben habe ich ein bisschen Angst. Das Ding ist nämlich nicht gerade von dieser Welt. Waisenfelsen entdeckt. Hexe. Einhändig verbessert. Boah. Okay, den kriegen wir wahrscheinlich nur mit Blitz oder mit Dingen. Ja. Alter. Schönes Bild. Kein Seelenstein ist groß genug. Bräuchte den größeren. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Das ist übrigens die Hexenrabe da hinten. Nur mal so nebenbei, ne? Du verlierst gerade sehr viel Leben. Guck mal nach unten. Oh nein! Hatte ich nicht irgendwie hier... Ah, da, Heilung. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Genug, genug! Ich ergebe mich. Tut auch so weh. Und ich würde sagen, Blitz. Alter, und dann trifft die noch, ne? Ich sollte mal Leben einhauchen. Ich
glaube, jetzt ist mal Zeit für einen richtigen Trank. Nämlich der Trank des... der Trank des... Volltreffer ist nicht unbedingt. Einmal Magieresistenz. Das hier. Ausdauer habe ich ja nicht. Haben wir irgendwie eine Feuerresistenz, aber auch nicht. Ja. Das hier nehme ich mal. Ich trinke jetzt einfach alles Gute. Wir haben die erledigt. Ah, Lydia. Geht's gut? Ein Glück. Es ist vollbracht. Die Magieroben sind ein Gold wert. Deswegen nehme ich sie mal mit. Vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen guten Obelus. Wir haben auch bald wieder ein Level-Up. Level-Ups heißt super. Also ganz nach rechts, oder wie? Ja. War fast ganz rechts. 17 Gold und dafür jetzt so viele Dietriche. Ich glaube nicht. Was haben die denn hier gemacht? Skelette haben sie ausgebeult, okay. Speichern wir es mal ab, auf dass wir... Ach ja, wir kommen über den Baum rüber. Schauen wir uns diese Hexenraben doch mal genauer an.